Zerreißt eure Herzen, zerreißt nicht eure Kleider. So hören wir es aus dem zweiten Kapitel des Buches Joel zu Beginn einer jeden Fastenzeit. Zerrissenheit, eine Grundbefindlichkeit unserer Gegenwart. In der Spannung zwischen eigenem Können und persönlicher Grenzerfahrung, zwischen Sehnsucht und Ernüchterung. Zerrissenheit zwischen der Notwendigkeit, Herausforderungen global anzugehen und der Unfähigkeit, sich auf elementare Gemeinsamkeiten zu verständigen. Zerrissenheit zwischen der in der Bibel aufgezeigten Vision von gelingendem Leben und unserer Realität. Zerrissenheit und die Sehnsucht, es möge auch das, was nicht aufeinander abgestimmt ist, am Ende doch zusammenklingen. Doch was für ein Zusammenklang? Kein durchgetaktetes Motiv, dem alles zum Opfer fällt, was nicht ins Versmaß passt. Vielmehr ein Zusammenklang, der beim flüchtigen Hinhören nach Durcheinander, nach Chaos klingt. Doch ist das Chaos dem Zeugnis der Bibel zufolge und auch unserer Erfahrung zufolge nicht oft auch Vorbote eines Schöpfungsvorgangs? Es braucht den langen Atem, dass wir die Phasen des Chaos und der Zerrissenheit aushalten können und zugleich die Beharrlichkeit zu glauben, dass Creatio, das schöpferisches Handeln, möglich ist. War auch Jesus in seinem irdischen Leben ein Mensch in der Zerrissenheit? Jedenfalls zeigt uns die Bibel Jesus in der Spannung zwischen dem, was er als Vision erkannt hatte, und dem, was er vorfand. Menschen aus der Zerrissenheit neu in eine Einheit hineinzuführen, das hatte er als seine Aufgabe erkannt. Er trat mit dem Anspruch auf, zusammenzuführen, was getrennt ist. Doch am Ende seines Weges zwischen Nazareth und Jerusalem war keine erkennbare Einheit. Am Ende, auf der Trennlinie zwischen Tod und Leben, war der Schrei. Am Ende war der Schrei des Verlassenen am Kreuz. Am Ende war sein mit einer Lanze aufgebohrtes Herz. Und am Ende war die Zerrissenheit in den gebrochenen Herzen derer, die ihm nachgefolgt waren. Von jenem Schrei am Kreuz damals heißt es, dass er nicht sang und klanglos verhallte. Später schrieb man, dass jener, der dort am Kreuz starb, mit dem Schrei auch seinen Geist aushauchte. Denjenigen, deren Herz damals zerbrochen und zerrissen war, wurde nicht gleich, jedoch viele Tage später, die Erfahrung geschenkt, dass durch den ausgehauchten Geist in ihrem zerrissenen Herzen etwas Neues begann. Ostern, das Fest, auf das wir in diesen 40 Tagen hin unterwegs sind, es erzählt davon, dass Gott mit uns und mit unserer Zerrissenheit neu anfängt. Es ist kein Anfang, den wir selbst machen können, und keine Version 2.0 des bisherigen. Nein, es ist sein Neuanfang mit uns. Bleiben wir aufmerksam für diese, seine Dynamik.